Fuminori Tsukiko, ein 75-jähriger Japaner, war in Polen unterwegs, als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte. Er beschloss, nach Kiew und dann nach Kharkiv zu gehen. Tsukiko selbst lebte mehrere Monate lang in der U-Bahn von Kharkiv, kochte für andere und sammelte über soziale Medien Spenden. Ich mag die Ukraine, ich liebe Kharkiv, Polen und Warschau auch. Aber Kiew wird wieder aufgebaut und auch Kharkiv. Ich liebe die Ukraine. Obwohl Kharkiv in den vergangenen Monaten sicherer geworden ist und die BewohnerInnen nicht mehr gezwungen sind, im Untergrund zu leben, beschloss der Japaner zu bleiben und zu helfen, anstatt nach Japan zurückzukehren. Er sagte, er wolle helfen. Es gab viele Menschen und viele Kinder, die in der U-Bahn-Station lebten. Er machte Frühstück, kaufte Kinderspielzeug, lebensnotwendige Dinge, alles aus eigener Tasche. Er schlief neben uns, sprach mit den Kindern und sie spielten zusammen. Die Kinder hingen an ihm. Er tauchte in unsere Leben auf und durchlebte alles mit uns. Er hat uns jeden Tag gutes Frühstück gemacht, kaufte Medikamente, die ich nicht finden konnte, und half mir, sie zu besorgen. Er macht sehr viel, auch Pakete mit Lebensmitteln.